Monsieur, bonjour, bienvenue à cette conférence de presse concernant la séance du Conseil fédéral qui s'est déroulée aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez adresser vos questions après cette conférence de presse, soit par téléphone, soit directement à moi-même, je serai à disposition. Madame la conseillère fédérale, vous avez la parole. Ja, danke, Herr Vizekanzler, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe heute Vormittag die Nationalratspräsidentin sowie meine Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat über meinen Rücktritt als Bundesrätin per Ende 2022 informiert. Der Entscheid kommt etwas abrupt, auch für mich, und er kommt früher als vorgesehen. Mein Entscheid erfolgt aus persönlichen Gründen. Vorletzte Woche hatte mein Mann einen Schlaganfall. Das war ein Schock für uns beide. Erfreulich ist, dass er sich den Umständen entsprechend gut erholt. Er ist in guten Händen und wird von Pflegenden und Ärzteschaft sehr gut begleitet. Aber ein solches Ereignis ist ein Einschnitt, der plötzlich und unerwartet kommt und der einen nachdenklich stimmt. Es ist ein Einschnitt, nach dem ich nicht einfach gleich weitermachen kann wie bisher. Ich habe in den letzten 12 Jahren ein Leben geführt, in dem das Amt als Bundesrätin immer oberste Priorität hatte. Ich habe diese Intensität, diese permanente zeitliche und innere Präsenz gelebt, und zwar, weil es das aus meiner Sicht braucht in diesem Amt. Das Amt als Bundesrätin verlangt den vollen Einsatz. Ich habe ihn gerne geleistet, mit voller Kraft, mit Freude und mit Leidenschaft. Ich bin gerne Bundesrätin bis zum Schluss. La fonction de conseillère fédérale exige un engagement total et de tout instant. J'ai exercé cette fonction de toutes mes forces, avec détermination, avec joie et avec passion. Je suis heureuse d'être conseillère fédérale et je le resterai jusqu'au bout. La funzione di consigliera federale richiede il massimo impegno. Ho svolto il mio lavoro con grande perseveranza, con gioia e passione. Sono contenta di essere consigliera federale e lo rimango fino alla fine. Der Einschnitt, den wir vor 10 Tagen erlebt haben, hat mir nun aber deutlich gemacht, dass ich nach diesen 12 Jahren im Bundesrat die Schwerpunkte in meinem Leben anders setzen will. Deshalb trete ich als Bundesrätin per Ende dieses Jahres zurück. Ich bin dankbar für diese 12 Jahre. Ich habe in dieser Zeit mit ganz vielen Menschen, mit Verbänden, mit Parteien, mit Organisationen hervorragend zusammengearbeitet. Es war mir stets wichtig, die verschiedenen Kräfte frühzeitig einzubeziehen. Alle sollen sich einbringen. Für die konkreten Lösungen müssen dann alle aber auch einen Schritt aufeinander zugehen. Das ist gerade auch am runden Tisch Wasserkraft gelungen, wo ich mich mit Kantonen, Branche und Umweltverbänden für die 15 konkrete Stauseeprojekte verständigt habe. Und der Ständerat hat diese nun im Gesetz abgesichert. So findet man in unserem Land Lösungen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Wenn man wie ich aus der Minderheit heraus politisiert, muss man sich immer auch wieder zurücknehmen. Das hat mich jeweils sehr gefreut, wenn sich andere für Lösungen eingesetzt haben, die ich mit ihnen vorgespurt habe. So habe ich die große Asylreform mit der Beschleunigung der Asylverfahren aufgegleist und auch jetzt den Mantelerlass für mehr einheimische Energien. Manchmal ist es in diesen 12 Jahren aber auch vorgekommen, dass fast niemand sonst hingestanden ist. Beim Rettungsschirm war das so, bei der Lohngleichheit oder bei den Frauenquoten für die großen Firmen. Ich habe die Projekte trotzdem durchgezogen und ich bin im Rückblick froh darüber. Sie sind wichtig für die Bevölkerung. Durchgezogen habe ich auch die Modernisierung des Zivil- und Familienrechts. Ich habe das nicht in einem großen Wurf gemacht, sondern in mehreren Etappen. Das hat sich bewährt. Für große Veränderungen braucht es gerade in unserem Land oft viele kleine Schritte. Während meiner Zeit im EOPD haben wir uns auch der Vergangenheit gestellt. Das war mir ein besonderes Anliegen. Endlich haben wir hingeschaut, was in diesem Land
den Verdingkindern angetan worden ist. Ich habe mich bei Ihnen im Namen des Bundesrates entschuldigt und wir haben die Aufarbeitung an die Hand genommen. Meine Zeit im UVEC war von Anfang an geprägt vom Ziel, die Versorgungssicherheit mit einheimischen Energien in unserem Land zu stärken. Und mit dem Mantelerlass werden wir den notwendigen Ausbau an einheimischen Energien mittel- und längerfristig sicherstellen. Und deshalb freut es mich, dass der Ständerat dieses Gesetz in der letzten Session ohne Gegenstimme verabschiedet hat. Kurzfristig, jetzt für den kommenden Winter, hat der Bundesrat früh und rasch gehandelt. Er hat zusätzliche Reserven beschafft und Sicherheiten aufgebaut. Und die neuesten Berechnungen stimmen mich zuversichtlich, dass die Schweiz gut durch den Winter kommt. Wir haben für den Notfall vorgesorgt. In den 12 Jahren im Bundesrat war ich 2-mal Bundespräsidentin. Vieles ist mir aus diesen beiden Jahren geblieben. Den Präsidialbesuch in der Ukraine und im Donbass werde ich nie vergessen. Ich erinnere mich aber auch gern an den 1. August auf dem Rütli, an das Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern aus der ganzen Schweiz, die sich während der Corona-Zeit für andere Menschen und für die Gesellschaft engagiert und sich solidarisch gezeigt haben. Rücksicht nehmen auf jene, die es weniger gut haben, und Lösungen finden, die für viele verhebe, dafür habe ich mich mein ganzes politisches Leben eingesetzt. Das ist mein innerer, das ist mein politischer Kompass. Mir bleibt zu danken all jenen, die mich in diesen 12 Jahren begleitet haben. Ganz besonders danke ich meinem Mann, unseren Familien, Freundinnen und Freunden, und meinen politischen Weggefährtinnen und Gefährten, die mich in all diesen Jahren unterstützt haben. Ich danke auch für das Vertrauen, das mir in all diesen Jahren als Bundesrätin entgegengebracht wurde, von der Bevölkerung, von den Mitgliedern der eidgenössischen Räte, von meinen Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat und von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Es war mir eine Freude und eine Ehre, mein Amt als Mitglied der Landesregierung auszuüben. Ich habe es gerne gemacht. Danke. Merci, Madame la Conseillère fédérale. Nous allons prendre vos questions. Profitez de poser vos questions maintenant, comme il n'y aura pas d'interview bilatérale par la suite. Mais nous prenons toutes vos questions, bien sûr, dans ce cadre ici. Qui souhaite... Oui, je vous en prie. Première question. Ja, besten Dank. Ich möchte gerne wissen, Frau Bundesrätin, Sie haben die Energiekrise bereits angesprochen. Wir sind hier mittendrin. Sie sind hier federführend oder mitfederführend, uns irgendwie stromtechnisch durch diesen Winter zu gehen. Jetzt gehen Sie mitten in diesem Winter, legen Sie jetzt das Amt nieder. Das hinterlässt einige Fragezeichen, wahrscheinlich auch in der Bevölkerung draußen. Was haben Sie hier zu diesem Thema zu sagen? Ja, wir sind in einer Energiekrise, und zwar einer kurzfristigen, aber auch einer Energiekrise, die länger dauern wird. Und ich habe vorher gesagt, der Bundesrat hat früh und rasch gehandelt. Er hat für den nächsten Winter Sicherheiten aufgebaut. Ich erinnere daran, was der Bundesrat in diesen letzten Monaten und bereits sehr früh im Frühling entschieden hat, zusätzliche Gasreserven beschaffen. Einen Rettungsschirm haben wir gemacht. Wir haben Wasserkraftreserven, wir haben zusätzliche Reservekraftwerke, und die neuesten Berechnungen, die ja auch vorgestellt werden heute, haben gezeigt, dass diese Maßnahmen auch als angemessen beurteilt werden. Aber es ist auch richtig, diese Krise wird nach dem nächsten Winter nicht vorbei sein. Und deshalb ist es wichtig, dass das, was jetzt das Parlament auch in Erarbeitung hat, dass wir den Ausbau der einheimischen erneuerbaren Energien in unserem Land rasch vorwärts bringen. Dazu gibt es den Mantelerlass, weitere Entscheide, die das Parlament auch in der letzten Session getroffen hat. Ich denke, von daher dürfen wir auch eine gewisse Zuversicht haben. Wir haben sicher zu lange uns auf Importe verlassen. Beim Öl und beim Gas sind wir vollständig abhängig von Importen, beim Strom zum Teil. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir jetzt rasch vorwärts machen. Ich denke, die Grundlagen sind da. Wir haben tolle Firmen, wir haben eine Forschung, wir haben Technologie in unserem Land, wir haben findige, kluge Köpfe.
wenn die sich alle zusammentun und jetzt wirklich gemeinsam vorwärts machen, so wie auch das am runden Tisch war, wo man eben dann auch Kompromisse macht, wo man aufeinander zugeht und nicht die Differenzen kultiviert, sondern das Gemeinsame jetzt ins Zentrum stellt, dann können wir zuversichtlich sein, dass dieses Land auch in Zukunft jetzt die Kurve kriegt. Merci. Prochaine question. Madame Bella. Oui, Madame la conseillère fédérale, vous avez cité vos deux années de présidence. Pendant ces deux années, vous avez aussi vécu à distance l'attaque de Charlie Hebdo à Paris et la crise du Covid. Vous étiez présidente. Qu'est-ce que vous avez appris en politique à travers ces deux événements qui ont quand même marqué ces dernières années? Ja, das ist richtig, was Sie sagen. 2015, gleich zu Beginn, waren die Terrorattacken, Charlie Hebdo, andere tragische, schlimme Ereignisse. In der zweiten Jahreshälfte dann auch die Flüchtlingskrise, vor allem aufgrund des Syrienkriegs. Ich denke, wir haben versucht, bei beiden Themen wirklich auch die Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich denke, gerade die Flüchtlingskrise hat uns gezeigt, dass wir auf der einen Seite unsere Aufnahmefähigkeit erhalten müssen und wollen. Und deshalb habe ich im EOPD einen großen Schwerpunkt auf die Integration gesetzt, dass die Menschen, die bei uns sind und die bei uns bleiben, auch rasch und gut integriert werden. Da, denke ich, hat die Zusammenarbeit mit den Kantonen sehr viel gebracht. Und die Beschleunigung der Asylverfahren gleichzeitig mit dem Ausbau des Rechtsschutzes, das zeigt sich auch jetzt. Ich denke, das waren die richtigen Schlussfolgerungen und hat mich auch sehr gefreut, dass im 2016, ja ein Jahr nach dieser Flüchtlingskrise, dann diese Asylreform auch von der Bevölkerung angenommen worden ist. Im zweiten Präsidialjahr die Corona-Pandemie, auch hier eine sehr anspruchsvolle Situation. Mein Ziel war, dass der Bundesrat als Gremium in dieser Situation führt. Wir müssen uns nicht einig sein im Bundesrat immer, aber wir müssen gemeinsam gute Lösungen für unser Land finden. Und ich habe von Anfang an diesen Mittelweg verfolgt. Ich denke, dass wir hier wirklich auch die Akzeptanz haben von der Bevölkerung. Und ich glaube, das dürfen wir sagen, rückblickend. Wir haben selbstverständlich nicht alles richtig gemacht, aber ich glaube, wir haben immer wieder, es ist uns auch immer wieder gelungen, einen großen Teil oder die große Mehrheit der Bevölkerung auch mitzunehmen auf diesem schwierigen Weg. Madame Warner. Ja, Frau Bundesrätin, Sie haben gesagt, der Rücktritt kommt sehr abrupt. Es bleiben noch wenige Monate. Gibt es Projekte, die Sie gerne noch zu Ende führen wollen oder neue, die Sie gerne noch anstoßen wollen? Ja, also ich werde mit voller Kraft in diesen zwei Monaten weiterarbeiten. Selbstverständlich haben wir eine ganze Reihe von Projekten. Das UWEC ist ein großes Departement. Der Bundesrat hat heute zum Beispiel heute Morgen entschieden, dass wir jetzt für den Güterverkehr eine Vernehmlassung eröffnen, um mehr noch Güterverkehr auf die Schiene zu bringen. Die Verlagerungspolitik, Verkehrspolitik war mir ein wichtiges, also ist mir ein wichtiges Anliegen. Gleichzeitig werde ich jetzt diese beiden verbleibenden Monate auch nutzen, um die bestmögliche Übergabe meines Departements an eine Nachfolge vorzubereiten. Und selbstverständlich bleibe ich Mitglied der Landesregierung und auch in der Landesregierung haben wir, denke ich, auch in der kommenden Zeit noch Herausforderungen, die wir gemeinsam anpacken. Herr Washington. Kann ich vielleicht anders fragen, auf was sind Sie speziell stolz und was ist Ihnen nicht so gelungen? Ja, stolz weiß ich nicht. Ich denke, man hat als Mitglied der Landesregierung, ist man auf der einen Seite Departementsvorsteherin, aber eben auch Mitglied der Regierung, einer Kollegialbehörde, eines Kollegiums. Und für mich war immer wichtig, dass ich eben auch in dieser Funktion mithelfen kann, Lösungen zu finden. Zum Beispiel, ich sage das jetzt als eines der Beispiele, nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs war es mir wichtig, auch gerade mit der Erfahrung des Präsidialbesuches in der Ukraine, insbesondere jetzt auch im Donbass, dass die Schweiz hier die EU-Sanktionen übernimmt, dass wir hier auch aufzeigen, dass wir, wofür wir einstehen, für Werte, für Demokratie, für Menschenrechte, dass wir uns hier in diesem Sinne auch solidarisch zeigen. Ich denke, auch als Mitglied eben der Landesregierung hat man auch die Möglichkeit und auch die Aufgabe, solche Entscheide mitzuprägen.
Worauf ich weniger stolz bin, ja, schauen Sie, ich denke, wenn man so lange in der Politik ist und in der Politik auch etwas verändern will, dann gelingt nicht immer alles. Und vor allem auch nicht auf Anhieb. In unserem Land gibt es verschiedene Anliegen, die auch mehrere Anläufe gebraucht haben. Von daher gibt es selbstverständlich auch in meiner Laufbahn Dinge, die nicht gelungen sind oder nicht auf Anhieb gelungen sind, aber die halten sich gut die Balance mit dem, was auch gelungen ist. Was mir persönlich immer ganz wichtig war, ich wollte und ich will mir selber treu bleiben. Und ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Monsieur Moser? Ja, Frau Bundesrätin, Sie haben vorhin gesagt, dass der Abgang etwas abrupt ist. Sie haben gesagt, dass Sie ein anderes Datum im Kopf hatten für den Rücktritt. Darf man erfahren, welches Datum Sie da im Kopf hatten? Ja, Herr Moser, das ist jetzt, glaube ich, nicht mehr die Frage. Ich habe Ihnen die Beweggründe für diesen Rücktritt dargelegt und ich möchte dem nichts weiter beifügen. Monsieur Nebel. Madame Sommaruga, durant ces dernières années, vous avez été la cible favorite souvent de l'UDC, qui a régulièrement mené des attaques personnelles contre vous. Est-ce que ces attaques personnelles, durant toutes ces années, vous ont blessé? Est-ce que c'est quelque chose qui va rester pour vous comme un poids quand vous regarderez en arrière sur votre carrière politique au Conseil fédéral? Nein. Das ist nicht so. Wer mit Kritik nicht umgehen kann, sollte, denke ich, besser nicht in die Politik gehen. Ich denke, Kritik gehört dazu. Aber der Umgang ist in den letzten Jahren rauer geworden. Und wir sind ja in der Schweiz stolz darauf, und ich werde sehr häufig darauf angesprochen, dass bei uns die Bundesrätinnen und Bundesräte im Tram unterwegs sind, im Bus unterwegs sind. Ich schätze das selber auch sehr. Ich habe das ja immer auch gemacht. Aber es ist nur die halbe Wahrheit. Bei vielen Auftritten haben wir heute Personenschutz und ich denke, wir sollten auch nicht alles hinnehmen und alle müssen sich bewusst sein, dass wenn der Ton rauer wird, dass sich das auch auswirkt auf das Klima in diesem Land. Monsieur Beuglin. On a beaucoup parlé ces derniers mois d'un manque d'esprit d'équipe au Conseil fédéral. Quel est votre avis à ce sujet? Ja, ich habe in diesen 12 Jahren den Bundesrat in verschiedenen Konstellationen erlebt. Es gab Phasen, wo wir sehr zusammengeschweißt waren. Es gab Phasen, wo es vielleicht größere Differenzen gab. Und für mich waren Differenzen im Bundesrat nie ein Problem. Im Gegenteil. Also gerade in der Corona-Zeit zum Beispiel war es ganz wichtig, dass wir im Bundesrat hart und heftig auch diskutiert haben und unterschiedlichste Haltungen und Meinungen hatten. Ich denke, was wichtig ist, ist, dass dieser Austausch, diese Auseinandersetzung im Bundesrat geschieht und dass dann aber auch Entscheide mitgetragen werden. Und da gab es unterschiedliche Phasen, wo vielleicht die Entscheide mitgetragen wurden, wo der Zusammenhalt stärker war, wo es vielleicht eher auch dann Differenzen gab, die Sie ja auch immer sehr interessiert daran sind. Aber ich würde nicht sagen, dass dieser Bundesrat in der jetzigen Zusammensetzung grundsätzlich anders ist als andere Zusammensetzungen in den letzten 12 Jahren. Monsieur Kocher. Madame la conseillère fédérale, vous l'avez dit vous-même, vous êtes dans la minorité pour beaucoup de sujets. Il y a notamment l'échec de la loi sur le CO2 qui, malgré tout, va quand même rester un peu associé à votre nom, alors que forcément, ce n'est pas un projet que vous avez construit toute seule. On a encore, vous prenez aujourd'hui, il y a ces militants de Rénové de Switzerland qui se collent les mains sur les autoroutes, qui vous écrivent à vous en vous disant que la Suisse doit en faire plus. Sur ces thématiques climatiques notamment, toutes ces questions-là, le fait d'avoir été 12 ans comme ça dans un gouvernement où vous êtes minoritaire, quel bilan est-ce que vous en tirez? Est-ce que ça valait la peine? Je peux répondre à votre question avec un simple oui, ça vaut la peine. Mais ce que vous dites sur la politique climatique, on a quand même un développement dans notre pays, ça avance pas assez vite, oui, je pense. Et je pense que surtout maintenant, avec aussi la situation, avec la guerre en Ukraine, avec
les effets de cette guerre aussi sur l'approvisionnement énergétique aussi de l'Europe, mais aussi de notre pays. On voit que cette dépendance, par exemple, dans l'énergie, ça nous met vraiment dans une position de faiblesse aussi. Et bien sûr, ça a un lien direct avec la politique climatique, parce que les énergies fossiles, c'est pas seulement cette dépendance, mais en même temps, c'est pas bien pour le climat. Alors je pense que toute contribution ou tout avancement dans la politique climatique nous met aussi dans une meilleure position d'indépendance et de sécurité d'approvisionnement. Ce que vous dites sur la loi sur le COD, oui, c'est vrai, cette loi aurait été importante pour la Suisse, pour justement avancer plus vite. La population a pris une autre décision. Et je pense que ce qui était important, et c'est quelque chose que je connais aussi dans ma vie politique, parfois, oui, ça a échoué, ça n'a pas marché, mais je n'étais jamais quelqu'un qui a tout lâché, mais j'ai repris. Et une année après, j'ai fait la proposition d'une nouvelle loi avec un autre concept où on soutient la population dans ce changement et de ces mesures pour le changement, contre le changement climatique. Et je pense d'apprendre aussi d'un échec, c'est ça aussi qui importe. Et ça, pour moi, c'était toujours aussi une motivation de dire, bon, on fait l'analyse et puis voilà, on continue le travail, mais peut-être il faut aussi apprendre. Monsieur Biener. Ja, Frau Bundesrätin, die Schweiz ist in einer strukturellen Energiekrise und Sie müssen nach 12 Jahren im Bundesrat Kochtipps verteilen und ein Gaskraftwerk bauen lassen. Wie bitter ist diese Einsicht, dass die Energiepolitik des Bundesrats eigentlich komplett gescheitert ist? Ich teile Ihre Einschätzung nicht. Die Situation, die wir heute haben, ist in erster Linie eine Gasversorgungskrise in Europa aufgrund des Krieges von Russland gegen die Ukraine. Das hat natürlich Auswirkungen dann auch auf andere Energieversorgungen, insbesondere eben auch auf die Stromversorgung. Und ich denke, diese Krise macht eben sehr deutlich, es ist keine neue Erkenntnis, aber es ist vielleicht jetzt noch deutlicher spürbar, dass diese totale Abhängigkeit von Gas- und Ölimporten unser Land verletzlich macht, auch erpressbar macht. Und was den Strom anbelangt, das habe ich schon mehrmals gesagt, deshalb ist es heute nicht neu, die Schweiz hat sich zu lange auf die Importe verlassen. Wir werden immer auch Strom importieren, aber man hat sich zu lange auf die Importe verlassen. Man hat zu wenig direkt und ganz massiv in den Ausbau der einheimischen Energien investiert. Dafür gibt es verschiedene Gründe und wir sind daran, jetzt diese, nach der Analyse dieser Gründe auch die Korrekturen vorzunehmen. Und der Entscheid des Ständerates in der letzten Session ohne Gegenstimme, diesen Mantelerlass für den massiven Ausbau von einheimischen Energien jetzt vorzusehen, das stimmt mich zuversichtlich. Ich denke, da hat sich jetzt wirklich auch ein Umdenken, wenn auch spät, aber das Umdenken in unserem Land findet statt und da dürfen wir auch zuversichtlich sein. Madame Rin. Sie haben erwähnt, dass man als Bundesrätin auch immer wieder alleine hinstehen muss. Das ist ja auch ein Teil des Amts natürlich. Aber Sie haben konkrete Beispiele erwähnt, dass einerseits den Rettungsschirm und dann andererseits auch beispielsweise die Lohngleichheit. Wo hätten Sie sich denn mehr Unterstützung gewünscht in diesen Bereichen, im Bundesrat konkret? Oder warum waren diese Geschäfte so speziell in Bezug aufs alleine hinstehen? Ja, also beim Rettungsschirm war ja das ein Entscheid des Bundesrates, dass er... Das war mehr im Parlament, also es gab, nicht nur im Parlament, es gab Widerstand von allen Seiten. Und dem Bundesrat ging es beim Rettungsschirm immer darum, nicht irgendein Unternehmen jetzt einfach zu unterstützen, sondern es ging um eine sichere Stromversorgung unseres Landes. Und es hat sich dann leider eben nachher noch gezeigt, dass dieser Rettungsschirm tatsächlich sinnvoll und nötig war. Bis heute hat die AXPO zwar keinen Rappen Geld bezogen, aber es war wichtig, dort eben dann vorgesorgt zu haben. Aber es gab massiven Widerstand. Bei der Lohngleichheit gab es auch Widerstand. Da haben mir viele gesagt, und bei den Frauenquoten in den großen Firmen, das bringst du nie durch. Und da muss man sich dann schon als Bundesrätin überlegen, exponiere ich mich damit, versuche ich das jetzt? Ich bin überzeugt, dass das gerade jetzt aus Sicht der Gleichstellung ganz wichtige Themen sind. Und dann kämpft man und manchmal verliert man, aber dort ist es dann gut gekommen und ja, das freut dann auch. Monsieur Häfliger.
Im Moment sind ja zwei Vertreter der SP im Bundesrat und die Grünen haben keinen Vertreter, keine Vertreterin, obwohl sie wähleranteilsmäßig nur noch wenig hinter der SP liegen. Wie ist es für Sie zwingend, dass wieder eine SP-Vertreterin oder ein SP-Vertreter ihre Nachfolge antritt, oder könnte es auch ein grünes Bundesratsmitglied sein? Und zweite, gleich zusammenhängende Frage, sollte es Ihre Nachfolgerin eine Frau sein oder könnte es auch ein Mann sein aus Ihrer Sicht? Also über meine Nachfolge entscheidet das Parlament. Das ist jetzt nicht an mir, das zu kommentieren, weder Ihre erste noch Ihre zweite Frage. Monsieur Cochard? C'est aussi peut-être un peu tôt, mais une fois que vous aurez terminé votre mandat, comment est-ce que vous envisagez votre manière d'être une ex-conseillère fédérale? On en a certains qui continuent à intervenir dans la vie politique, d'autres qui se sont complètement retirés. Est-ce que vous envisagez une activité encore politique, un engagement d'une forme ou d'une autre? Also ich hoffe, Sie verstehen, dass ich mir dazu jetzt keine Gedanken machen konnte in diesen letzten 10 Tagen. Madame Bella. Oui, Madame la conseillère fédérale, on a évoqué beaucoup de projets politiques, beaucoup de crises toutes ces années, et vous dites que vous êtes quand même heureuse d'être conseillère fédérale. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans ce job-là? Es ist eine unglaubliche Chance. Es ist ein Privileg, in diesem Land in einer Kollegialregierung Mitglied einer solchen Landesregierung zu sein. Ich denke, die Möglichkeiten, etwas zu bewegen, etwas zu verändern, eben im Bundesrat, im Departement, zusammen mit dem Parlament und dann natürlich auch mit der Bevölkerung. Das ist, glaube ich, ja, wenn man politisch jemand ist, der politisch denkt und die auch etwas verändern will. Und ich habe mich immer, ich habe es Ihnen vorher gesagt, eingesetzt. Denke, die große Asylreform, das war wirklich ein großes Anliegen von mir, dass wir in diesem Land gute, gerechte Asylverfahren haben, mit dem nötigen Rechtsschutz, aber eben auch mit der nötigen Beschleunigung. Gleichstellung war immer ein Thema für mich, auch noch lange bevor ich im Bundesrat war. Aber jetzt spezifisch sage ich vielleicht auch noch im UVEC oder der Service Public, also eine attraktive Bahn zu haben in unserem Land, eine innovative Swisscom, eine starke Post. Auch das war jetzt nicht neu für mich, sondern das sind lange politische Anliegen. Und da kann ich als Bundesrätin, als Departementsvorsteherin, als Mitglied der Landesregierung einiges bewegen. Und ich konnte einiges bewegen. Und das macht Freude. Monsieur Grosjean. Vous avez dit que votre départ était abrupt. Est-ce que pour votre successeur, ça sera aussi un peu abrupt? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut le trouver lors de la session de décembre, puisque vous avez dit que vous arrêtez à la fin du mois de décembre. Donc là, je suis un peu confus de savoir comment ça se passe. Est-ce que pour votre parti, va devoir trouver des candidats très rapidement? Ja, es ist eine kurze Zeitdauer. Bedauere das. Ich habe diesen Zeitpunkt nicht so gewählt. Ich habe es Ihnen selber vorher gesagt. Ich hatte das anders vorgesehen, aber es ist jetzt dieser Einschnitt durch den Hirnschlag meines Mannes. Und ich denke, das sind Momente im Leben, da können Sie nicht einfach zurückkehren. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich bewusst zu sein, was es bedeutet in diesem Amt. Ich habe diese Überlegungen gemacht in der letzten Woche und bin zu diesem Schluss gekommen, dass jetzt der Zeitpunkt da ist, mein Leben so zu verändern und andere Schwerpunkte zu setzen. Das ist der Prozess oder das Resultat eines kurzen Prozesses, das ist so. Und ich bin aber überzeugt, dass für die Nachfolge jetzt das auch trotzdem gut aufgegleist werden kann. Wie, Madame Gadeau? Frau Bundesrätin, Sie haben vorhin erwähnt, dass wir uns auch in einer Gasversorgungskrise befinden. Weshalb wurden keine Gaskraftwerke gebaut, wie diese in der Energiestrategie 2050 geplant sind? Also im Moment ist ja das Problem in Europa, dass zu wenig Gas da ist. Und weil viele europäische Staaten mit Gas auch Strom produzieren, hat das auch Auswirkungen auf den Strommarkt. Kommt dann noch hinzu, dass seit jetzt einem Jahr die Hälfte der französischen AKW nicht am Netz sind. Also das hat natürlich zusätzlich auch zu dieser Schwierigkeit in der Versorgungskrise
Situation in ganz Europa geführt. Und von daher, glaube ich, ist jetzt nicht die Frage, hätten wir doch nur diese Gaskraftwerke. Wir haben ja jetzt Turbinen beschafft, kurzfristig, die bereits im nächsten, also Ende des nächsten Winters laufen können. Und zwar können die mit Öl, mit Gas oder mit Wasserstoff betrieben werden, um eben jetzt nicht auf einen Energieträger zu fokussieren, sondern dort jetzt noch die nötige Flexibilität zu haben. Aber das Ziel ist natürlich, dass diese Turbinen möglichst nächsten Winter nicht laufen. Das ist jetzt wirklich nur für den Notfall. Aber ich denke, das ist Teil der Vorsorge des Bundesrates für diesen kommenden Winter mit der Wasserkraftreserve und diesen Turbinen, dass wir auch für den Notfall gerüstet sind. Madame Gall. Frau Somaruga, wenn Sie jetzt zurückblicken im Nachhinein, was hätten Sie anders gemacht oder was bereuen Sie vielleicht? Also ehrlich gesagt, ich hatte in diesen letzten Tagen nicht die Möglichkeit, auch nicht, ja, es war nicht im Fokus, jetzt meine große Bilanz zu ziehen und schon solche Gedanken jetzt auch auszuhecken. Ich bitte um Verständnis. Ich habe in diesen letzten knapp 2 Wochen persönlich sehr viel durchgemacht und habe mich auf das Amt konzentriert, auf die Arbeit und das, was ich jetzt auch mit meinem Mann zusammen durchlebe und mit unseren Familien. Und ich habe heute Ihnen versucht, das, was ich Ihnen heute sagen kann und auch im Rückblick auf diese letzten 12 Jahre, aber es ist jetzt nicht der Moment für mich, da schon auch noch nachträglich zu sagen, was hätte ich anders gemacht. Ist übrigens auch nicht so meine Art. Ich denke, ich bin eine Person, die nach vorne schaut, die Entscheidungen fällt, wenn sie notwendig sind und dann, wenn es nötig ist, auch die Lehren zu ziehen. Aber jetzt kommt dann ein neuer Lebensabschnitt für mich. Monsieur Lanz. Ja, vielleicht hier gerade eine etwas anschließende Frage. Dieser Einschnitt kam ja jetzt eben sehr plötzlich, hat sehr viel in Ihnen offensichtlich ausgelöst. Heißt das im Umkehrschluss, Sie haben sich vielleicht vorher zu wenig Freizeit auch genommen oder würden Sie so etwas in diese Richtung anders machen, vielleicht sogar im Sinne eines Tipps, arbeiten wir zu viel und übersehen da Wichtiges, was neben der Arbeit läuft? Nein, das ist für mich nicht die richtige Frage. Ein Hirnschlag, das ist ein Ereignis, das Sie nicht voraussehen können, das einschneidend ist und das nicht mit Ihrer Arbeitssituation und Vergangen zu tun hat, sondern dass Sie in dieser Situation einfach sehen, was jetzt in Ihrem Leben passiert ist, in meinem Leben, im Leben meines Mannes, und dass Sie mit dieser Situation jetzt sich auch konfrontieren. Monsieur Nebel. Si l'on pense à la période où vous avez été élu, il y avait encore Johann Schneider-Amann au Conseil fédéral, Monsieur Burkhalter, voilà, autant de figures qui sont retirées entre-temps. Madame Evelyne Widmer-Schlumpf, vous avez connu toutes ces différentes compositions du Conseil fédéral. Voilà, quel regard vous portez là-dessus? Quelle a été finalement la composition que vous avez préférée? Dans laquelle le Conseil fédéral a le mieux fonctionné? À quel moment on a le plus rigolé? À quel moment on a le plus parlé français? Voilà, si vous pouvez un petit peu résumer cette équipe Conseil fédéral que vous avez vu évoluer durant ces 12 dernières années, racontez-nous en quelques mots quels ont été les bons et les mauvais moments. Oui, vous avez oublié l'année d'une majorité de femmes. C'était ma première année comme conseillère fédérale où il y avait une majorité femmes, 4 femmes. Je dirais que c'est une bonne année. Je ne crois pas qu'il y ait une constellation qu'on peut dire ça, celle-là était la meilleure, parce que vous voyez aussi que les défis étaient très différents dans ces 12 ans. Pour le Conseil fédéral. Je veux dire, une pandémie pour un gouvernement, c'est quand même une situation absolument extraordinaire. Et je me rappelle l'année 2020, justement, quand j'étais présidente, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait, une année où il fallait prendre des décisions très, très vite, d'un côté, et de l'autre côté, des décisions qui étaient
très important pour la population, pour l'économie, pour tout le pays, pour tout le monde, pour chacun et chacune dans ce pays. Et je me rappelle, c'est une année, au début de la pandémie, on a eu 5 séances par semaine. On a pris une décision à midi de fermer tous les magasins et tous les restaurants à partir de minuit. On a décidé, on a communiqué, et à minuit, c'était déjà comme ça. Alors, vous pouvez vous imaginer quelle pression ça a mis sur tout le monde au Conseil fédéral, en plus avec justement cette responsabilité et cette pression de temps. Et en même temps, je pense que c'était une intensité aussi de sentir que justement, on n'était pas toujours d'accord, heureusement, mais que tout le monde a mis vraiment la meilleure des choses dans ce collège. Und ich war immer überzeugt, dass die kollektive Intelligenz die wertvollste Intelligenz ist. Also dort, wo man eben nicht einfach von Anfang an alle sagen, das ist gut, sondern wo alle sich einbringen mit ihrer Lebenserfahrung, mit ihrer Haltung, mit allem wirklich, was man mitbringen kann und dann im Kollegium eine Lösung, eine Antwort, eine Entscheidung herbeiführt. Und die ist eben getragen von einer kollektiven Intelligenz. Und das habe ich gerade vielleicht am intensivsten in der Pandemie erlebt, weil das dort so häufig geschehen musste, dass wirklich diese kollektive Intelligenz etwas Großartiges ist. Und bin wirklich felsenfest davon überzeugt. Und deshalb denke ich auch, ist das System der Kollegialregierung in unserem Land so wichtig. Ich habe aber auch Zeiten erlebt in der Flüchtlingskrise, die Zusammenarbeit mit den Kantonen, zum Teil sehr schwierig und dann aber als Kantone hingestanden sind und gesagt haben, wir machen das jetzt zusammen. Das gab eine unglaubliche Kraft. Ich habe diesen Föderalismus auch als eine Stärke in unserem Land erlebt. Natürlich auch dort, also nicht immer traute Harmonie, aber Momente, wo man gemerkt hat, in diesem Land, so wie dieses Land funktioniert, das hat eine unglaubliche Stärke. Und das sind Momente, wo man wo ich gemerkt habe, dass das erstens macht auch glücklich, aber das ist eine Kraft, die wir gemeinsam haben. Und deshalb bin ich auch so überzeugt, dass unser politisches System, das immer wieder auch fokussiert auf den Zusammenhalt mit der direkten Demokratie, wo wir von Anfang an die Volksabstimmung mitdenken müssen. Heute Morgen haben wir auch darüber gesprochen, was bedeutet dieser Güterverkehr auch für die Randregionen und nicht nur einfach für die Zentren denken. Der Service Public, der für alle da ist, auch in der Krise stark ist. Das sind Momente, wo ich spüre, da glaube ich, hat unser Land einfach eine Kraft. Es war jetzt nicht auch die Konstellation des Bundesrates fixiert, sondern eben auch die verschiedenen Fragestellungen und Herausforderungen. Also vielleicht, ich habe es heute schon gesagt, aber auch der Ständerat, der ja lange über diesen Mantelerlass die Kommission gebrütet hat. Und ich habe mich manchmal auch ein bisschen, ich fand, sie sollten jetzt vorwärts machen, aber dass sie am Schluss ein Gesetz zusammenbringen, das ohne Gegenstimme verabschiedet wird, wo man so miteinander begonnen hat, also die Vorstellungen gingen in alle Richtungen. Das habe ich immer wieder erlebt als etwas, was wirklich, das ist das, was unser Land wirklich stark macht. Und da sollten wir dazu Sorge tragen. Das wäre fast der Schluss. Vielleicht noch eine Frage, Monsieur Washington. 12 Jahre im Bundesrat, aber ein Thema, da ist man weiter von einer Lösung entfernt. Mindestens hat man als Beobachter das Gefühl, mehr denn je, das ist Europa. Was geht Ihnen so durch den Kopf, wenn Sie das Verhältnis zur Europäischen Union nach Ihren 12 Jahren im Bundesrat, in denen Sie auch mitverantwortlich sind, logischerweise als Mitglied des Gremiums, was geht Ihnen das so durch den Kopf? Ja, also ich denke, gerade die letzten Monate mit dem Ukraine-Krieg hatten uns schon sehr deutlich gezeigt, dass wir eben nicht nur geografisch, sondern dass wir eben auch mit den Werten, mit dem, wofür wir eintreten, wohin wir gehören, nämlich nach Europa. Und deshalb denke ich, wir können uns gerade jetzt ein ungeklärtes Verhältnis zur Europäischen Union nicht mehr leisten. Es braucht eine Lösung mit der Europäischen Union. Und ich denke, es hat jetzt höchste Priorität, muss auch höchste Priorität bei den Sozialpartnern haben, dass wir hier eine Lösung finden. Merci. Nous concluons ici cette conférence de presse. Merci d'y avoir participé. Bonne fin de journée.